6 Zuschauer bis jetzt. Mario Roma auf jeden Fall schon mal. Corinna Wagner auch. Auch mal wieder mit dabei. Jawohl. Und ist dann online. Wir sind online. Ja. Okay. Herzlich willkommen zum heutigen Workout vom Athletic and Fitness Club mit Philipp und mir. Wir waren das schon oft zusammen, glaube ich. Ja. Ich glaube, am häufigsten habe ich mit dir trainiert. Ja, ja. Wir haben auf jeden Fall Spaß heute und wir haben Lust. Genau, wir haben auch was vorbereitet. So sieht's aus. Was, denke ich mal, ordentlich schweißtreibend sein wird. Gehen wir mal an die Tafel, DJ RTX. Ah, Steven Spielberg, bitte kurz rüber. Also wir machen uns 8 Minuten warm. 1 Minute Jumping Jacks, 1 Minute Butt Kicks, einmal Ausfallschritte mit links 1 Minute lang, vor, zurück, einmal Ausfallschritte mit rechts, vor und zurück, Inchworm, Sit-Up und am Schluss 2 Minuten Ferse setzen. Deine Übung, Philipp, die hat es mir angetan. Geil. Okay, so brauchen wir es vormachen. Also im Prinzip Jumping Jacks, klar. Butt Kicks, auch klar. So, jetzt Ausfallschritte links, vor, zurück. Also immer nur mit dem linken Fuß, genau. Eine Minute lang. Danach das gleiche mit dem rechten Bein. Dann kommt der Inchworm eine Minute, das heißt, wir gehen in die Überstreckung, kurz halten, wieder zurück. Dann Sit-Ups. Ah, okay, bis zum Strich, okay. Sit-Ups noch und dann noch Ferse setzen. Da kann ich dich ja wahrscheinlich nicht aus dem Konzept bringen, da bist du vermutlich besser drauf als ich. Werden wir sehen. Wenn man mit der Arm an den Platz kommt. Ja, genau. Okay. Gut. Dann hoffe, ihr habt was zum Trinken und euer Handtuch parat. Ja, heute sind auch andere dabei. Corinna Wagner, Nikolai Hess ist dabei. Viele Leute dabei. Ich dachte, du hast uns eingestellt. Du darfst aber nicht so. Nee, hab schon. Okay. Okay. Wenn ihr soweit seid. Let's go! Viel Spaß am Donnerstagabend. 10 Sekunden geht's los mit Jumping Jacks. Okay, Ausfallschritte. Okay, also nichts.
Direkt was du machen willst. Thank you.
Okay, jetzt machen wir nur einen Arm. Oh. Ja. Beide Arme, aber wenn wir nach vorne gehen, gehen wir nach oben. So, ich hoffe, ihr seid warm. Ich bin auf jeden Fall warm geworden. Der Michael hat heute was Großes mit uns vor. Ich habe schon gemerkt, Ausfallschritte links, rechts, eine Minute. Ja, die merkt man ziemlich schnell, gell? Beine sind warm. Ja. Komisch eigentlich. Trinkt einen Schluck. Legt euch ein Handtuch parat. Das werdet ihr heute brauchen. Ich brauche es auf jeden Fall. Dann übergebe ich mal wieder an Michael. Stellst du die Uhr ein? Ich mach das ja. Machst 40:1. Ja. Okay, wir kommen zum Chorteil. Da planken wir heute ausschließlich. Bauchpart kommt nachher im Workout. Beim Chorteil machen wir insgesamt 4 Runden Plank im Prinzip. Also wir fangen mit einem normalen Plank an. Dann wechseln wir, fliegender Wechsel, wenn es geht, ohne abzusetzen, in die Side Plank links oder rechts. Nach 40 Sekunden dann quasi zur anderen Seite. Das wäre eine Runde, davon machen wir 4 Stück. Während wir quasi Side Plank links machen, erholt sich die rechte Seite und so weiter. Das heißt, wir haben integrierte Pause in der Übung drin. Versucht es mal ohne abzusetzen. Ich werde dann quasi in der Runde 2 dann ein paar Übungen ansagen, die man quasi mit der Plank machen, so Wippe oder Beine anheben oder Sidestep, je nachdem, dass es auch ein bisschen Abwechslung ist. Okay, wie gesagt, 4 Runden. Genau, eingestellt ist es richtig. Super. Dann trinkt ruhig nochmal was. Und wir fangen jetzt in der ersten Runde ganz normal an mit der Plank. Wollen wir uns irgendwie... Soll ich es zeigen? Weiß nicht. Nö. Also, ich denke, Plank ist klar, Unterarmstütz, fangen wir an und dann gehen wir auf die... Ich würde sagen, frontal die Plank und dann können wir zuerst so. Ja, also wie gesagt, wenn möglich, ohne mit den Knie abzusetzen, nachher in die Sideplank zu gehen. Wenn ihr merkt, es wird viel zu schwer, ihr dürft auch gern die Beine quasi überkreuzen, dann wird es ein bisschen einfacher. Wenn es am Schluss gar nicht mehr geht, dürft ihr auch gern auf die, bei Sideplank auf die Knie gehen. Nur im äußersten Notfall. Okay, dann würde man jetzt anfangen. 10 Sekunden. Drei, zwei, eins. Das ist die Musik, auf die ich gewartet habe. Können wir das ein bisschen langsamer machen, theoretisch. Ja. Auf 20. Philipp sagt immer Nüsse knacken mit dem Hintern. Po anspannen, Bauch anspannen, Beine anspannen. Auf 5 Sekunden und dann wechseln wir. Side Plank links. Okay, fliegender Wechsel. We'll be right back.
Genießt die Pause. Okay, jetzt wieder eine normale Plank. Ab jetzt, ohne Absetzen. Jawohl. Jetzt tun wir abwechselnd. Linkes Bein anheben. Schön langsam rechtes Bein anheben. Schön im Wechsel. Okay, und Sideplank. So, und hier bitten wir jetzt seitlich, schön langsam, ja. Und wechsel andere Seite, ohne absetzen, auch hier wieder bitten. Noch 10. Okay, wieder in die Plank. Jetzt machen wir die Sidesteps. Machen wir links an. Noch 5. Okay, Sideplank. Jetzt mit Rotation. Das heißt, wir drehen uns mit dem linken Arm durch. Drehen wieder auf. Auch schön langsam. Okay, wechsel. Und auch wieder mit Rotation. Komm, gleich vorbei, dann fängt die letzte Runde an. Okay, wieder in die Plank. Seid ihr noch dabei? So, jetzt gehen wir seitlich. Rotieren wir. Mit der Pause habe ich nicht ganz verstanden. Wieso, jetzt haben deine Seiten noch mit Pause. Okay.
gut. Ja, sehr anstrengend. Ha? Sascha ist noch dabei. Gut. Ja, mach doch voll mit. 18! Komm, jetzt sind wir gleich durch. Okay, Side Plank. Letztes Mal linke Seite. Hier machen wir jetzt Side Plank Crunches. Maschi? Ja, ja. Schön langsam. Geht das Bein oben lassen. Ansonsten, wer nicht mehr kann, setzt das Bein immer ab. So, gleich vorbei. Andere Seite, letztes Mal. Ey, ich schwitze schon wieder wie so ein Wasserfall. Das kommt, glaube ich, durch diese Leuchte, die jetzt da so links hinter mir steht. Leute, das ist kein Spaß mit der Leuchte. Spitzname, ich fange so an zu schwitzen. Ja, mach dann auch. Warte, mein Gott. Kein Spaß. Hey, hey, hey. Leute, Waterfall. Nee, kann ich nicht erreichen. Aber die ist richtig. So, trink kurz was. Die gibt richtig Power von der Seite. Ich gebe es ja zu, die Pausen, von denen merkt man nicht wirklich was. Deswegen sind sie ja integriert. Ich habe gar nichts von der Pause gemerkt. Ja. Wie gesagt, trink kurz was. Mach alles da Sauerstoff rein. Ja. Oh. Ich hab's ja gesagt, heute wird's eine schwitzige Angelegenheit. Ja. Ich merke schon, es geht langsam los. Ich weiß genau, wie ich in 15 Minuten aussehe. Vermutlich. Trink einen Schluck. So wie ich das sehe, braucht ihr gar nichts an Zusatzmitteln. Nein. Michael sagt auch nein. Oh. Michael schreibt noch ein paar Zusatzmitteln. Ja. Ich übergebe mir mal hier. Ich habe die Zeit vergessen hinzuschreiben. Wobei, wenn wir es uns so überlegen. Passen fast schon eine dritte Runde. Ja, schauen wir mal. Okay, während ihr verschnauft und was trinkt, kommen wir kurz zum Workout. Es sind insgesamt 12 Übungen. Die wechseln sich immer so nach einem Dreierblock ab. Also fängt immer mit einer Brustübung an, dann kommt Bauch und dann kommt Beine. Das heißt, wir fangen mit Push-Ups an, wenn es geht. Enge Handstellung, dann Hollow Body Sit-Ups, dann Squats, gerne gesprungen, also Squat Jumps oder halt die normalen Squats. Ich würde sagen, wir fangen mit gesprungen an, ja. Zum Vormachen. So, das ist quasi der erste Block und dann geht es aber zeitlich immer weiter. Wir machen 40-20, kommen jetzt die Push-Ups mit breiterer Handstellung, also etwas weiter auseinander. Dann kommt Crunch Heel Touch, Squat Steps, so, dann kommt Push-Up Diamonds, dann der Scheibenwischer, dann kommen Lunges gesprungen und der letzte Block, dann Military Push-Ups, der Hollow Body Rock und dass wir noch ein bisschen den Puls noch auf die Spitze treiben, machen wir am Schluss noch Burpees. Alright. Ja, ich denke, wir haben genug Zeit, um das zu zeigen. Also, quasi Push-Ups mit enger Handstellung, das heißt, die Ellenbogen sind prinzipiell eng am Körper, wenn wir runtergehen. Genau, da, jeder geht sein Tempo in den 40 Sekunden. Danach kommen Hollow Body Sit-Up. Das wird erstmal auf 40 Push-Ups kommen, oder?
Ja, ja, genau. Loser. Okay, da kann ich schon gehen. Ich auch. Danach okay. 60 Squat Jumps. Squat Jumps, ja genau. Geht immer mehr. Achso, da geht noch mehr, ja klar. Okay, dann kommen quasi Push-Ups breit. Das heißt, wir breitere Armstellung. Wichtig dabei, dass trotzdem eure Ellenbogen nach hinten gehen und nicht so seitlich raus. Gut, aber eine Vorbelastung haben wir auf 35, dann geht das. 5 weniger. Ja. So, dann kommt der Crunch Heel Touch. Kennen, glaube ich, auch alle. Ja. Und dann die Squat Steps. Genau, da machen wir quasi 20 Sekunden erst immer mit dem linken Bein aufstehen und nach 20 Sekunden stehen wir mit dem rechten Bein auf. Das würde ich dann ansagen. Dann am Schluss noch die Push-Up Diamonds, das heißt Hände so wie ein Diamant geformt. Weiß ich. Also 30 Stück, ja. Genau. Okay, schalten wir schon? Nee, ja, also ich mach die Arme seitlich. Schaut, dass die Schultern am Boden bleiben. Wenn ihr merkt, dass sich die Schulter quasi anhebt, dann geht er nicht so weit runter, sondern nur so weit, dass ihr es halten könnt. Wenn es zu anstrengend ist, gerne Beine anwinkeln. Zeigt es auch mal, dass die ja genau, dann hier, so wird es ein bisschen einfacher. Okay. Dann haben wir noch Lunges gesprungen oder ja, oder nicht gesprungen, bleibt euch überlassen. Wir fangen mit Springen an. Diesmal nur vorwärts. Ja, genau. Okay, Military Push-Ups, quasi wieder eine, in dem Fall geht es auch mit auf die Schulter, das heißt, Hintern ist der höchste Punkt, wenn er in die Liegestützposition geht und dann quasi zwischen die Arme mit dem Kopf. Geht nur so weit runter, dass es auch wieder hochkommt. Wenn es gar nicht mehr geht, einfach nur halten in der Position. Dann Hollow Body Rock, ja genau. Hollow Body Rock oder ich glaube Badewanne kann man auch sagen. Schiffchen. Und am Schluss noch die guten alten Burpees. Ich erinnere mich ans letzte Training noch mit deinen Burpees. Ja, Übung. Genau. Stimmt. Ja, davon träume ich heute noch. Ja, ich glaube, ich werde davon auch träumen. Dann ist 1-1. Okay, also wir machen das einmal durch, dann lassen wir auch mal die Zeit durchlaufen, glaube ich, ein, zwei Minuten Pause, würde ich sagen, und dann machen wir noch eine zweite Runde. Eingestellt? Müssen wir noch, also, gell? Ja. Haben wir 12. Soll ich direkt? Nee, dann machen wir nach 12 nochmal neu. Nochmal neu machen, ja. Ja, wir das 12 Runden machen und dann. Ja. Ihr macht ja so Pause dazwischen, dann sind wir mehr. Gut. Du hast die Macht. Okay. Wir kommen schön rein. Ja, der Lüfte kommt rein, ja. Zum Glück. Ist gut, ja. Okay, ich gehe davon aus, ihr seid alle jetzt mittlerweile wieder ausgeruht. Könntest du kaum erwarten? Wie neu. Wie neu, genau. Besser wie neu. Jetzt sind 10 Sekunden los mit engen Push-Ups. Gucken wir mal, wie das mit dem Tempo machen. Ja. Geht da ungefähr? Weiß nicht. Kann ich machen? Los geht's. Thank you.
Okay. Okay, Squat Jumps oder Squats? Fertig machen. Los geht's. Thank you.
Ja, so, nicht einmal rein. Der macht jetzt so und geht nach hinten. Ach so. Jetzt. Ich hab die andere. Weißt du, ein Spiegel kann auch nicht. Das ist so gleich dabei. Stunden auf. Da stehen jetzt zwei. Aber
davor, da haben Vorbereitungen was anderes gespielt. Ja. Da geben wir schon noch drei rein. So. Zweite Runde. Ich denke gar nicht, dass ich lachen soll. Mit der Pause zwischen den Pausen. 40 Sekunden. Durch. Okay, wir machen 2 Minuten Pause. Und dann noch eine Runde. Gut. Ja. Schön. So, auch mit solchen Brüsten draußen. Machen wir bis 45? Ja. Das passt perfekt. Dann geht es bis 57 und sind fertig. Passt perfekt. Weil ich fertig bin jetzt schon. Ja. Das sind die Gewinnerrunden jetzt, die kommen. So, dürft gerne mal schreiben. Wie lief's? Kam da klar? Wie viele Leute sind noch drin, Sascha? Genau, wie viele sind raus? Jawohl, 8. Alle dabei. Super. Mario hat nach dem Vorträgen schon gesagt, wir hatten euch heute schon geärgert. Aber da kann ich einige aufzählen. Okay, ich weiß, heute ist ja Donnerstag und nicht Freitag, aber ja. Heute wird Wochenende verdient. Ja. Genau. Wieder arbeiten noch brauchst du. Genau, Freitag ist schon eben 12 ist Schluss, gell? Ab von 9 bis 12, gell? Von 9 bis 12 Kaffee und dann ist Schluss. Ja, genau. Ja, schön jetzt. Alright, also wir haben nochmal so ein Ding vor uns. Ach, guck. Thomas, du darfst danach noch 3 Runden machen. Also nach der jetzt, nach der zweiten. Okay. Wollen wir? Ich will. Okay. Du darfst wieder die Uhr kurz. Wir fangen wieder oben an. Push-ups eng. Runde 2! Oder letzte Runde? Letzte Runde. Letzte Runde. Ja, oder nur Thomas. Dann würde ich warten. Ja, genau. Nicht verzogen. Okay, 10 Sekunden jetzt los. Thank you.
Dank, dass ich mich mal zur Abwechslung aufs Quadstep freue. Thank you.
Hüfte. Hält. Was geht? Habe ich gerade noch 45 Burpees geschafft. Oh. Ah. Sascha, jetzt kannst du den Effekt mit dem langsamer machen von uns wieder ausmachen. Jetzt habe ich ja wieder gesagt, in Wirklichkeit habt ihr es ja auch 4 Runden gemacht. Ja, genau. Die Outtakes. Die Outtakes, genau. Kurz schnaufen. Ja. So. Also, was sagt der Puls? Puls sagt souverän 160. Schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich bei den Burpees mal nicht denke, oh, fuck, mein Puls, sondern, oh, meine Brust reißt gleich. Aber so war es heute. Ja. Klassischer Donnerstag, Brust, Bizeps. Was wünscht man sich mehr? Ja. Oh. Nee, es war sehr schön, anspruchsvoll, aber sehr schön. Wie hat es euch gefallen? Gut, wäre jetzt auch da. Gut. So ist Mobility-Programm heute. Ja. Schön, Thomas, für dich eine Runde. Mobility-Einsteiger-Programm war das. Dachte ich, Mobility-Programm. Ja. Falscher Tag. Ja. Mario, fast gleich. Ja. Oh, danke Michael, ich fand's auch sehr geil. Ja, super, immer super mit dir. Michael hat heute angekündigt, es war mit Ankündigung heute, dass er heute Gas geben will. Ja, aber er kam gleich mit Ausreden, wie seine Brust weht. Ja. Ja. Ja, ich muss echt gestehen, es war echt. Aber es waren klägliche Versuche, der Michael hat. Hat dann Programm stand leider schon, was soll ich machen? No. Ja. Okay. Okay, dann gut. Sagen wir jetzt Tschüss, dass der Thomas anfangen kann, oder? Ja. Danke fürs Einschalten. Schönen Abend, schönes Wochenende. Bis nächste Bleib Woche. Gesund vor allem. Ja, mach's stay gut. Safe. Um 9 seid ihr zu Hause, gell? So sieht's aus. Ciao. Ciao. Ah, schön. Oh. Okay. Irgendwie.